Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und in diesen Videos visualisieren wir die jetzt schon etwas älteren Folgen des Audio-Podcasts Energiekram. Heute geht es um Bürgerenergie. Wir haben auf diesem Kanal schon mal ein Video unter dem Motto Energiewirtschaft einfach zur Bürgerenergie gemacht. Das könnt ihr euch auch anschauen, das werde ich auch am Ende dieses Videos verlinken. Oder eben auch unten in der Videobeschreibung. Aber jetzt schaut euch erstmal an unsere Visualisierung des Podcasts zu Bürgerenergie. Bei der Bürgerenergie geht es um eine möglichst dezentrale, ökologische und demokratische Energiewende in Deutschland. Durch vor allem die Teilhabe der Bürger. Diese sollen die Energieversorgung mitgestalten und die Weiterentwicklung entlang der Energiewende vorantreiben. Bürgerenergie ist also die Teilhabe ganz normaler Bürger, vor allem an lokalen Energieanlagen, vor allem durch die Bildung von Genossenschaften. Bei Genossenschaften hat jedes Mitglied genau eine Stimme und kann damit sowohl die Ausrichtung mitbestimmen, als auch kontrollieren, ob alles eben genau so ablief, wie man das als Genossenschaft auch wollte. Die Bürgerenergie erhöht schlussendlich das Verständnis, aber vor allem auch die Akzeptanz der Bürger für den regionalen Ausbau von erneuerbaren Energien, vor allem von zum Beispiel Windkraftanlagen. So haben wir heutzutage in Deutschland zwar tausende Windkraftanlagen und Millionen Photovoltaikanlagen, aber der Ausbau stockt gewissermaßen. Die Bürgerenergie erleichtert den weiteren Ausbau, einerseits durch die Aufklärung der Anwohner und andererseits durch die unmittelbare Teilhabe am wirtschaftlichen Erfolg. Denn dabei geht es ja um die Investition in die nachhaltige Entwicklung der Versorgung und der Daseinsvorsorge der eigenen Region. So eine Beteiligung beginnt theoretisch auch schon da, wo Kommunen direkt der Betreiber von Energieanlagen sind. Die Beteiligung wird dort stärker, wo Anwohner zum Beispiel ihre eigenen Flächen für erneuerbare Energieanlagen zur Verfügung stellen und dabei Pacht beziehen. Genauso gut können die Anwohner direkt neben den Erzeugungsanlagen einen bestimmten Preisbonus bekommen oder den Strom bzw. die Wärme direkt beziehen. Das ist dann ein ganz ähnliches Konzept wie der Mieterstrom, der aber nochmal ein ganz eigenes Thema für einen eigenen Podcast sein wird. Die Beteiligung wird da natürlich stärker, wenn es um richtige Kapitalbeteiligungen geht. Das beginnt bei einer sogenannten stillen Beteiligung, wo man also einfach nur einen Anteil an der zum Beispiel Genossenschaft durch Kapital einkauft, geht beim sogenannten Nachrangdarlehen weiter oder wird durch Wertpapiere wie zum Beispiel Sparbriefe gestaltet. Das kann man dann schon als Crowdinvestment bezeichnen. Die stärkste Beteiligung ist natürlich bei der direkten Produktion von Strom oder Wärme zu sehen. Wenn man also unmittelbar Teil der Gesellschaft, also zum Beispiel einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder einer GmbH oder einer, wie gesagt, eingetragenen Genossenschaft ist und dort seine eigenen Erzeugungsanlagen mit einbringt. Es geht also darum, entweder einfach nur mitzumachen durch eine Kapitalinvestition in zum Beispiel die Genossenschaft oder dann eben auch aktiv Energie einzuspeisen durch die eigene Anlage, praktisch als Prosumer, die Selbstversorgung zu übernehmen, vielleicht noch ein bisschen Energie zu speichern und den Überschuss dann eben noch für die anderen Mitglieder zur Verfügung zu stellen oder für den Handel am Energiemarkt zur Verfügung zu stellen. Energiegenossenschaften können sehr gut zum Beispiel Photovoltaikanlagen auf den Dächern betreiben, dort genauso gut auch Solarthermieanlagen, die dann gleichzeitig die Wärme erzeugen. Genauso gut geht es aber auch um Windkraftanlagen, die irgendwo gebaut und betrieben werden. Oder auch Biomasseanlagen, zum Beispiel mit Blockheizkraftwerken. Die Wertschöpfung findet dabei nicht nur durch die pure Energieversorgung statt, sondern natürlich auch durch die Schaffung von Arbeitsplätzen. Und geht dort noch weiter, wo dann das Wissen und die Erfahrungen der eigenen Aktivitäten weitergegeben werden, um andere Interessierte zu motivieren und damit die Demokratisierung der Energieversorgung weiter zu fördern. Die Bürgerenergie ist also schlussendlich ein weiterer wichtiger Baustein der gesamten Energiewende und ist vor allem da wichtig, wo der Ausbau erneuerbarer Energieanlagen bisher gescheitert ist. Durch die unmittelbare Teilhabe lassen sich eventuell ein paar Vorbehalte direkt zerstreuen und damit der Ausbau der erneuerbaren Energieanlagen auch weiter vorantreiben. Soweit zur Bürgerenergie. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu oder seid ihr selbst in einer Bürgerenergie-Genossenschaft unterwegs und habt schon gute oder vielleicht auch nicht so gute Erfahrungen gesammelt, dann schreibt die mal unten in die Kommentare. Ansonsten gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und hier ist das noch versprochene Video, was wir hier schon mal zum Thema Bürgerenergie gemacht haben. Und dann eben bis zum nächsten Mal hier bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast für die Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert.